Hallo und willkommen zu Let's Play Tales of Zestiria. Das Spiel ist komplett blind für mich. Und ich spiele das mit meinem Freund zusammen, der gerade nicht reden will. Hallo. Genau. Und wir spielen das auf der PS4. Kampfschwierigkeiten auf normal. Untertitel ja. Kurzbefehle keine. Karten. Was? Doch, ich mag es mit vibrieren. Okay, kann ich mal weiter runter. Bestätigen. Option. So, jetzt starten wir mal. The Legend of the Shepherds. In a bygone age, myths, when darkness threatened to enshroud the world, it was they who reclaimed life from nothingness. Over and over, as the world plunged into chaos, the legend would come to people's lips, and they would pray for his salvation. And lo, each time a shepherd would appear, to vanquish the darkness once more. But with peace returning, it was never long before the shepherds would vanish. As for where they had gone, no one could feel the same. And, as with all things, eventually, they faded into legend. Now, once again, the world faced the threat of the darkness. Speak of the shepherds once more. But alas, no shepherd came forth to guide his people to peace. Sorry, was ist denn das? Plauderei ansehen, okay. Okay, schauen wir uns das mal an. Nö. Ich kann nicht springen. Das geht nicht. Was? Pfeifen? Das habe ich nicht gelesen. I knew it. A hero brandishing the sacred blade. This mural is a depiction of the shepherd. Uh-oh. About time I found it. Nothing on my end, Soray. Niklia! Looks like you beat me this time.
This proves the Shepherds have been around since even before the Era of Asgard. I knew it! Let's not jump to conclusions just yet. We still don't have definitive proof that this ruin itself is pre-Asgard. It could be an imitation. Seriously? Do you really think they'd make a fake ruin of this scale? They're real. This doesn't bode well. Wait. Isn't that... I think our ruin adventure is over for today. Okay. Ich frage mich, ob mir runterfallen kann. Ich weiß ja, aber nicht. Okay. That was too close. Could I get a little help, please? So viel dazu. Na klar, der landet super und wir. Saray. I didn't go quite how I planned it, but not too shabby, am I right? Guess this makes us even. Unbelievable. Who knew there'd be ruins underground? Good thing we fell down here. Right. Hey, let's try and find a way out of here. Okay. Aha, so hauen wir. Trick, um das Hauptmenü zu öffnen. Dort kannst du die KP, rote Anzeige, und die ursprüngliche SK, blaue Anzeige einer Figur prüfen und unter anderem entscheiden, mit welcher Figur du zusammenkämpfen willst. Du kannst auf jeden Bildschirm Option drücken, um die Hilfe zu diesem blablabla. Okay. Ich denke mal sowas wie Mana. Keine Ahnung. Player S. Was ist das? Verbesserte Kampfregeln aufstellen. Markiere eine Kampfaktion im Menü mit dem Cursor, um die Kriterien für ihre Erlangung zu sehen. Mit automarkierte Kampfaktionen weisen darauf hin, dass diese Kampfaktion automatisch ausgeführt wird. Das ist praktisch für Spieler, die das Kampfsystem und die Regeln noch nicht kennen. Versuche, die Aktion zu entfernen und deine AP für andere Kampfaktionen einzusetzen, wenn du den Dreh raus hast. Okay, anscheinend machen wir es halt automatisch ab. Das soll man anklicken, oder? Schlussladung. Wäre eine Sekunde oder länger ab, um das Wirkungspotenzial deines nächsten Angriffs. Was? Okay, machen einfach das. Das geht gar nicht. Automatisch. Ah, entweder nach Abwehr so oder Abwehr so. Aha. Oder ich habe nur so. Keine Ahnung. Was ist das? Spieldaten. Das ist Menü. Das ist das. Okay, gar nichts. Mhm. Passiert nichts. Oh, die Karte ist jetzt groß. Wow. Das ist Kamerawechsel. Okay.
Ah, da ist was. Was ist das? Salbei, jetzt im Besitz. Kräuter, die maximal KP. Okay. Nicht schlecht. Also brauchen wir Kräuter. Oder wir sammeln jetzt Kräuter. Was ist da? Nix. Also wir haben schon mittlerweile mitbekommen, dass wir Soray heißen. Ja, speichern wir mal, oder? Wow, der speichert ziemlich schnell. Ich frag mich, warum der Controller rot leuchtet. Rot heißt doch eigentlich, dass wir tot sind. Da liegt jemand. Ja. Hey, Mikleo? It's a human. It can't be. Stop. We shouldn't involve ourselves with their kind. She's still alive. We can't just leave her there. Rette die Frau. Fine. I'll give what help I can. Let's take a look around the area first. Okay. Okay, schauen wir uns hier um. Spinnnetze. Na, klasse. Kartenaktion. Indem du Viereck drückst, kannst du dein Schwert schwingen, auch wenn du gerade nicht kämpfst. Entferne damit Hindernisse, die dir im Weg versperren. Nein. Oh, unser erster Kampf. Wahrscheinlich. Und das ist eine Spinne. Oh, ich hasse Spinnen. Oh. Kennst du keine Spinnen? Wirke Kriegsatems mit Dreieckkreis. In der Steuerungsmodus das Semi-Auto eingestellt, läufst du auf dein Ziel zu, bis du nah genug bist, um anzugreifen. Dann kannst du eine Combo mit bis zu 4 Treffern ausführen, indem du erneut drückst. Aha. Dann drücken wir mal schnell, schnell, schnell. Yay! Kackding. Wait, hold on. It can't be a Hellion? A Hellion? For real? I've never seen one in person before. What could a monster like a Hellion be doing in a place like this? It's getting away! Wait, don't you remember what Gramps told us? Huh? Hellions? Monsters that are created by the malevolence. They can only be defeated by the power of purification, which not but a chosen few can use. Raucht der Pfeife gerade? Ja. Paths with a Hellion, just run as fast as you can. Remember, you two, common folks like us. Don't stand a chance against those fiends. Got it? Aber wir haben gewonnen gegen die Helios. Das war komisch. We can't beat a Hellion without the power of purification. And we should just be glad we escaped it. And anyway, we have bigger problems. Wieso kann der zaubern und wir nicht?
something worse finds her. Ich will auch zaubern. Echt? So eine Sau. Okay. Kampfergebnis, maximaler Schaden 184, Combo 14. Ha! 14 geschafft! Gold. Galt? Das ist Galt, oder? Rang 42. Okay. Ups, das war nicht. Hey, da ist auch ein Spinnitz. Na, da komme ich nicht hin. Oh, eine Kiste. In Verließen auf den Feldern kannst du Schatztruhen finden. Ebenso wie Verbrauchsgüter können Truhen Ausrüstungsgegenstände enthalten. Sie haben oft denselben Namen. Ihre Leistung ändert sich jedoch je nach der dazugehörigen Fertigkeit. Die Fertigkeiten aller Objekte findest du im Ausrüstungsmenü. Erhalten alte Ohrringe. Toll. Eine besseres Verständnis der Natur verleihen. Okay. Is that a monolith? Suche nach Monolith. Steindenkmäler, also Monolith, findest du auf den Feldern oder in Verließen. Sie tragen Inschriften unbekannter über vergessene Kampftechniken. Wenn du eins findest, kannst du seine Weisheiten jederzeit im Kampfabschnitt des Systembuches zu Rate ziehen. Für jeden gefundenen Monolith erhältst du AP. Zu dieser Einstellung von Kampfaktionen notwendig sind. Drücke X, wenn du einen findest, um ihn näher zu untersuchen. Das sind anscheinend Weisheiten über Kämpfe, die in einer alten Sprache abgefasst sind. Wenn du kämpfst, steigt irgendwann dein Level und du erlangst neue Kriegsartes. Sturm- und Stechartes, Mobil- und Effektbereichsartes wechseln sie nach Bedarf, je nach Verlauf des Kampfes. Okay, was haben wir jetzt gelernt? Nee, das nicht. Nee, das auch nicht. Keine Ahnung. Apfelgummi. Boah, hab ich mich erschreckt. Fuck, da sind sogar zwei. Wieso wehr ich gerade nur ab? Ach, ich hab drei. Shit. Ja, danke. Die Seelenkette ist eine Energie, die im Kampf für Kombos benötigt. Sie kann auf maximal 100 ansteigen. Aktionen wie Kriegsartes, Verbrauchung, SK und eine niedrige SK macht dich verwundbar. Die SK kann durch Inaktivität, Abwehr oder Umherlaufen aufgefüllt werden. Behalte sie im Auge und lass sie nicht auf Null fallen. Okay. Hast du sie kommen sehen? Ich auch nicht. Die habe ich gerade so erschreckt. Wahnsinn. Ja, hatte ja was zum Lachen. Sehr freundlich. Gott. Ich hasse sie. Mit 4 kann ich sie abwehren. Wäre mit 4 gab. Okay. Zack, zack. Wow, Combo schon. Oh, ich hab sie verloren. Okay. Ja, die haben wir gerade gelernt. Oh.
Warum wehrst du dich gegen den, nicht den anderen? Und wann kriege ich Level Up? Ah, AP um 1 erhöht. Ah, da kommen wir her. Ne, da kommen wir nicht her. Da ist nix. Da kommen wir aber her. Mhm. Speichern wir mal. Irgendwo habe ich was gehört, da ist es. Was heißt das? L. Ah. Okay. Ja, ich bin safe. Erhöht die Geschwindigkeit. Ja, unsere neuen schicken Ohrringe. Seelenketten. Ist je niedriger deine SK, desto höher der Schaden, den du zufügst. Aber das ist nicht empfehlenswert. Die SK-Wiederherstellungsrate richtet sich nach deinem SK-Level. Eine niedrige SK bedeutet auch eine langsamere Wiederherstellung. Das Kämpfen mit hoher SK ist effektiver, als zu kämpfen, bis sie leer ist. Natürlich lohnt es sich manchmal, alles zu geben, zum Beispiel wenn Feinde betäubt sind. Aus Gewohnheit ist entscheidend. Okay. Oh, Jump! Ging nicht. Aber ja... There should be a connecting point somewhere. Let's go back and see what we can find. Warum ist da dieses Zeichen? Huh. You don't suppose? Huh? There. Take a look. Hmm? Go on. Look closer. Come on, you don't have time for this. Let's cut the fun and games, all right? Oh, then let me explain. As you see, forget it. Let's just go back down there. We never could handle losing. Ja, ich sehe, dass da irgendwas, irgendwelches Glitzerzeug.
Ach verdammt, warte, laufen wir mal hoch, dann sehen wir es vielleicht besser. Ah, toll. Ich glaube, wir müssen eine Etage runter. Nur wie kommen wir runter? Da siehst du das Gelbe da, was da so herumschwirrt. Das hat er aber gleich gemeint. Wahrscheinlich. Der ist echt gemein. Wieso kann er zaubern und wir nicht? Nein. Maybe we should rethink this. Hey. Are you all right? I was in a forest and then looking for this? Toll. Glad you're okay. I'm sorry to have troubled you. And you are? Your name. Oh. Right. My name. I'm Saray. Saray? Yep. Nice to meet you. Well met. Verknallt. I'll need to make plans to get back to the capital. You're from the city? Well. Why don't you come to where I live? Saray, are you nuts? Are you sure that wouldn't be a problem? You barely know me. I can't just abandon someone in need. That's all. Haven't you noticed that she won't even volunteer her name? It's only natural to be cautious. Aren't you going to ask my name? Are you sure? Everyone has their reasons. You don't look like a bad person to me. I cannot possibly thank you enough, Saray. Gramps is gonna let us have it when we get back. I know. Yes? Nah, don't worry about it. Anyway, that's the way out. Let's get moving. Okay. Wir wissen also nicht, wie sie heißt. Aber das war's ja schon mal für die erste Folge und wir sehen uns dann in der zweiten. Tschüss, bis dann.